Herzlich willkommen zu dieser letzten Runde After Dark Outlast 2. Es ist garantiert. Heute wird es zu Ende gebracht. Endlich. Es war eine Plage. Es war ein unglaublich stressiges, emotional und psychisch belastendes Unterfangen. Aber ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ich weiß nicht, ob Outcast 3 jetzt unbedingt auf meine Top-10-Liste der am meisten geforderten und von mir intensiv gespielten Spiele gehört. Aber ich bin doch froh, dass ich es mal gemacht habe. Ja? Also ist sicher nicht meine Art von Spiel. Ist es wirklich nicht. Also ich kann den Reiz nicht ganz nachvollziehen, dass man permanent sich in die Hose kacken will und einfach sich nie wohlfühlt. Also es macht einfach null Spaß. Und es ist auch noch der Gedanke dahinter, dass es null Spaß macht. Das erschließt sich für mich nicht, ne? Inwiefern man davon was hat. Aber wenn ihr mit mir es verfolgt habt bis heute, dann wollt ihr jetzt sicherlich auch wissen, wie es ausgeht. Ich selbst will es ja auch wissen. Wir haben noch vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, aber wir haben wahrscheinlich nicht mehr als eine Sendung noch vor uns. Deswegen lasst uns gar nicht allzu lange labern. Rein ins Spiel, ab in die Minen und dann mal richtig Fun of Fun haben. Ich sehe gar nichts. Ah, okay, ich sehe, hier ist irgendeine. Und schon kommen hinter mir wahrscheinlich Verfolger, natürlich. Da höre ich sie doch schon. Generell muss man bei Outlast 2 immer dem Licht hinterher. Es führt einen immer irgendwo hin. Vielleicht nicht zwingend da, wo man hin will, aber doch da, wo das Spiel weitergeht. Nur dann gibt es eben auch diese Ecken wie hier jetzt, wo man überhaupt nichts sieht. Und ohne Batterien auch ziemlich aufgeschmissen. Der zum Glück liegen hier ab und zu auch welche rum. Bevor ich da zum Licht gehe, gehe ich doch noch mal hier lang. Irgendetwas haut nach mir. Erfriere ich gerade? Irgend sowas in der Art könnte hier passieren gerade. Okay, meine Geliebte, bitte renne nicht weg, bitte lies dies, bitte vergib mir. Ich weiß, ich muss hässlich erscheinen, ich kann nicht mit dir sprechen, denn ich verlor meine Zunge an den Zähnen eines anderen Mannes in einem Akt, auf den ich ungern zurückblicke. Ich verließ die Welt für Papa North, als ich noch ein Junge war, und Zeit meines Lebens glaubte ich alles, was er uns lehrte. Doch ein Mann erreicht seine Grenze, durch Missbrauch, durch den Untergang der Welt. Es ist gehässig zu glauben, Gottes Schweigen sei Zeichen eigener Versäumnisse. Weil er versuchte mich mit seinem verzerrten Evangelium und ich glaubte. Und er versuchte. Und etwas fuhr in mich, stärker und wahrer als der Heilige Geist. Selbst die Albträume, die uns Tag und Nacht plagen, sind verstummt. Ich schwelge in der Sünde wie ein krankes Tier und sie gab mir Frieden.
Doch die Genüsse von Fleisch und Blut währen nicht lange und die Albträume finden ihren Weg zurück zu mir. Ich finde keinen Trost in Gott und gibt es einen Teufel, ist dieser Gottes Werk. Und ich kann nur hoffen, dass all dies nicht wahr ist. All dies ist Verzweiflung und ich vermisse dich. Ich hoffe, es ist Liebe und nicht Feigheit. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Meine schlimmste Sünde war, dich gehen zu lassen. Ich liebe dich, solange du mich lässt. Bitte vergib mir. Ja, und das ist seine Geschichte. Immerhin hat er noch ein Feuerchen gemacht, was uns wiederum hilft. Kann man da hoch? Kann man da irgendwo hin? Nein. Dann muss ich wohl hier doch nochmal... Kann es echt sein, dass ich nochmal zurück muss? Irgendwie wirkt das doch schon wie der richtige Ort, an den ich kommen müsste. Aber hier ist kein Ausgang. Dann muss ich wohl doch nochmal zurück. Ein Leiter, Tudelu, das freut mich. Das ist ein schöner Leiter. Mit diesem Leiter würde ich gerne länger zusammen sein. Okay. Da oben läuft schon wieder einer rum. Aber solange die auf dem anderen Stockwerk ist, habe ich da eigentlich keine großen Sorgen mit. Scheiße. Muss ich jetzt nicht genau auf sein Stockwerk? Hin? Dann kann es ja das schon mal nicht sein. Ah, einfach nur springen. Hier auch nicht. Ah, okay, das ist also eine Sackgasse. Und ich muss in diese Richtung weiter. Das machen wir doch. Kriegen wir hin. Und schon wieder wird etwas zu lesen sein. Kapitel 15. Und Gott sprach durch den Mund Ezekiels, dass seine Ohren bluteten, seine Zähne knirschten und Samen seine erregten Lenden verließ. Und seine Worte waren das Blut Jesu. Und dieses Blut war ein Fluss, der das faule Holz der Bäume heilte, aus denen die sieben Nationen entsprangen. Beim Blut des Lammes, des spinnenäugigen Lamm, wird auf ewig fallen. Und wer verbleibt, wird kein Licht brauchen, weder Kerze noch elektrische Flamme, denn Licht sei ewige Morgenröte. Versteckt nicht meine Prophezeiung, schreibt sie nieder, Wort für Wort, euer ganzes Leben. Denn ich bin wie ihr ein Diener und der Prophet unter euch Brüdern und Vater und als Hirte. Und als Hirte sage ich nur dies, Gott wird euch entlohnen. Seid ihr schmutzig, seid ihr gerecht. Seid ihr ungerecht, seid ihr gekleidet in Scham oder in Ruhm. Gott wird euch entsprechend ficken. Und dies sei eure Belohnung. Wir alle sind das A und das O und Ezekiel der erste von allen und du wirst den Baum des Lebens besteigen oder an ihm gekreuzigt. Nur die Auserwählten des Herrn werden Schutz finden in Temple Gate, denn im Rest der Welt sind die Huren und Mörder und Götzenverehrer, Pharisäer, Zöllner, Lästerer, Steuersammler, GEZ-Menschen und Tyrannen.
und die Engel sprechen. Gott wandte sich den Menschen ab, bis sein Sohn Jesus Christus kam und vor euch Zeugnis ablegte. Jesus Christus wandte sich den Menschen ab, bis sein Prophet Sullivan kam und vor euch Zeugnis ablegte. Und jedes Wort des Propheten ist wahr, denn es steht in diesem Buch und dieses Buch ist die Wahrheit. Ihr solltet dies bezeugen und in euch sei das Buch des Lebens. Und ihr sollt in dieser heiligen Stadt leben und ihr sollt sagen, kommt schnell, Offenbarung, selbst in meinem Leid, selbst im Tod meiner Kinder, komm her und gib mir Paradies. Die Gnade des Herrn und seines Propheten Sullivan North sei mit euch. Amen. Ja, diese ganzen Bibelseiten, das ist ja ein netter Touch. Also ich will das auch nicht schlecht finden. Aber es ist schon auch nicht so doll und wiederholt sich halt auch ziemlich. Und wenn nicht in regelmäßigen Abständen Ficken gesagt werden würde, würde es mir irgendwann ein bisschen langweilig vorkommen. Das meine ich, jetzt töten sie mich nicht, sondern spucken mich nur an und klauen mir die Kamera. Na gut, aber ich habe wohl das wichtige Finale erreicht. Geil, ich bin gespannt. Give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Aha. Okay, bin ich Blake? Ich raff gerade nicht genau, vielleicht bin ich ja einfach Blake und es ist gar nicht meine zweite Gesichtsseite. Ich laufe jetzt mit ihr da rum. Ich finde sie creepy, aber sie ist ja nur ein kleines Mädchen. Was soll sie denn schon machen? Okay, wir sind offensichtlich zusammen. Why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. Think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. What don't you know, Jessica? Oh! Sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilch. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake.
You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Yeah. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Ja, aber ist doch klar, dass ich da erstmal hingehe. Ich meine, soll mal einer raffen, was hier noch Realität ist und was nicht? Ja, das war natürlich jetzt harter Shit, so könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was da suggeriert werden sollte. Ich muss jetzt aber erstmal abhauen. Hier wirklich schwanger. Are you pregnant? I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. We have to get out of here. Na, dann film du doch mal. Was genau filmst du denn? Da, diese Steine. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Es waren 5. Kreisförmig angeordnet. Wer könnte so etwas getan haben? Welcher Unmensch könnte so etwas getan haben?
Okay, ich guck mir mal an, dann weiß ich wahrscheinlich am ehesten, warum er das jetzt aufgenommen hat. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell him what happened. We'll be okay. Wir finden einen Erwachsenen. Oh, ist das der Sonnenaufgang? Ist das schon die Morgenröte, die jetzt ewig und drei Tage mir den Weg weisen wird? Ich befürchte es fast. Aber das ist jetzt atmosphärisch natürlich ganz schön geil alles. War auch eine schöne Auflösung jetzt mit der Schule und so, obwohl man sagen muss, naja gut, ist jetzt halt auch wirklich ziemlich Klischee, so der pädophile Priester. Da, total unrealistisch, weiß doch jeder, dass die auf Jungs stehen. Nein, tut mir leid, war ein schlechter Witz über Christen und Priester. Sollte man vielleicht nicht machen. Ich finde eh, dass das Spiel in der Hinsicht ein bisschen... Naja, ich halte mich da raus. Mir ist es nämlich eigentlich echt egal. Also nicht, was hier passiert, sondern welche Religion und alles. Aber auf jeden Fall ist hier die Kirche in diesem Spiel doch ziemlich fiese Vereinigung. We have to find shelter. Jetzt will uns auch noch Zeus erledigen. Yeah. Hat sie denn da auch für einen Glibber überall? Das ist so, die hat so diesen Schimmel, den ich ja auch habe. Nein, also den ich nicht habe, der versucht wurde, mir anzuhängen. Der bei mir aber scheinbar nichts ausgelöst hat. Weshalb ja auch alle mich für irgendwas Besonderes halten. Wir müssen rein, bevor die Lady kommt. Es ist zu gefährlich. Du kannst nicht. Wir können nicht hier bleiben. Hilf mir down, please, Blake. Okay. Jesus. Be careful. Fuck. Oh, shit. Lynn, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Oh, das ist alles so furchtbar. So fürchterlich. Hört auf, ihr auf die Brust zu gucken. Er ist eine Mutter. Back here. Okay. Jesus Christ, Blake. Ach komm. Das Lustige ist, dass sie währenddessen die ganze Zeit so, ist das schlimm. Und man selbst hat einfach gerade keine Eier mehr und ein Kreuz in der Brust. Und das ist auch noch mein absoluter Angstgegner, den ich echt nicht mag. Jesus Christ, Blake. Jetzt bin ich um ihn rumgegangen. Okay, das hat nichts gebracht. Ja, bist du wirklich sicher, dass irgendwas schief läuft? Ich finde es eigentlich ganz okay. Was soll ich denn mit dem machen? Blitz in die Waffe! Blitz schlägt in die Waffe ein! Zack! Oh, doch nicht. Was ist das? Wie ist... Hä? I don't even... Gut gemacht, Schatz. Zeig es ihnen. Okay, da bin ich jetzt... Alter, aber sehr gut. Gut, dass du tot bist. Schlampe!
Ich stehe nicht wieder auf, oder? Nee. Oh, wir machen kurz Werbung. Das war so spannend und spektakulär, dass ich hier wirklich kurz erstmal vielleicht die Windeln wechseln muss. Auf jeden Fall Endgame. Und wir sind sowas von am Ende. Nach der Werbung geht's dem Ende wirklich entgegen. Und dann werden wir wahrscheinlich den Antichristen gebären. Es ist mir mittlerweile recht. Mir egal, ich muss mir noch einen Namen ausdenken. Da wird uns sicher was einfallen. Ihr könnt ja schon mal in den Chat schreiben. Bis dann, nach der Werbung. Jetzt geht's in die Vollen. Jetzt schaffen wir es. Dieses Mal wird alles beendet. Endlich. Das Buch wird geschlossen. Die Geschichte ist erzählt. Wir haben unsere Freundin wieder. Sie ist schwanger. Da wird sie einiges zu erzählen haben, denn als wir sie das letzte Mal gesehen haben, war sie noch schlank und rank. Und nicht im 8. Monat mit dem Baby des Teufels. Hier ist unser erster Angstgegner, jetzt niedergestreckt von Gott höchstpersönlich. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ihr wart dabei. Das war kein Zufall. Und meine Freundin und ich, wir gehen jetzt einfach raus. Wir haben genug. Wir gehen jetzt heim ins nächste Krankenhaus und dann zu der nächsten Adoptionsstelle oder der nächsten Brücke, je nach Kind. Also das kann doch so nicht weitergehen. Also ich möchte nicht das Kind des Teufels aufziehen müssen. Was ist denn, wenn der in die Pubertät kommt? Nee. Damit fangen wir gar nicht erst an. Hurry. We'll find something. Nehme an, da kann ich nicht durch, oder? Ja, dann gehe ich halt hier links lang. Gott ist mein GPS. Er blitzt einfach dahin, wo ich nicht hin soll. Praktisch. So ist das halt, wenn du das Kind von irgendeinem... Ich weiß gar nicht, ob das ist jetzt Gottes Sohn oder Teufels Tochter. Was habe ich hier? Naja, wir werden es schon früh genug erfahren. There, the chapel. We can take shelter. Also wenn ihr irgendwas über Kapellen gelernt habt in diesem Spiel, dann dass sie nicht unbedingt ein Hort des Friedens sind. Aber gut, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Man muss halt nehmen, was man kriegt. The world was on fire, the baby was coming. Impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. Naja, die hat sich nicht allein geschwängert. Wobei, da wäre sie nicht die Erste. Oh, das ist toll. Hier die Kirche? Nee. Wo ist denn die Kirche? Ich sehe nichts. Ah, da. Okay. Come on, Lynn. We have to get inside. Oh, der arme Typ ist ja immer noch da. Ja, immerhin haben sie die Frau von der Streckbank. Oh, shit. Shit, shit, shit. You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh, God.
Something's wrong. Naja. Feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Ah, oh, muss ich, ach nee, wirklich. Hörner, keine Hufen, soweit alles in Ordnung. Said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? I got you again. That's the child, isn't it? Oh, God. I've taken care of my children. But yours... I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. He have, if he destroys us all, who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Hättest du es nicht irgendwo anders machen können? Hättest du auch daheim machen können, mich nicht vollnölen hier? Ah, super, jetzt sind wir mit dem fiesen Fettsack und der kaputten Frau sind wir jetzt hier und dem Baby. Ach du, ey. Ja, aber ganz netter. Für den Teufel ein nettes Kind. Ja, also, ja, ne? Er hier hat als einziger Glück, denn das hat sich für ihn schon vor wenigen Stunden erledigt. Und ich beneide ihn. Was kann ich tun? Wie komme ich raus? Was ist das Ziel? Warum habe ich immer noch dieses Baby? Was soll ich denn mit dem Baby? Ich habe das nicht bestellt. Ja, vielleicht haben ja auch alle Pech oder Unrecht gehabt. Und in Wirklichkeit ist jetzt alles ganz geil. Guck doch mal, sieht doch echt gut aus.
Hat doch was. Guck mal, Kind. Diese Welt kannst du gleich kaputt machen. Das hat schon was Schönes. Das ist schon ein cooler Moment. Das muss man im Spiel echt lassen. Habe ich auch so noch nie gesehen. Weil wegen sowas spielt man eigentlich Videospielen. Einfach Dinge sieht, die man sonst nicht sehen würde. Na, schade, jetzt fängt es aber alles an zu welken und eklig zu werden. Alter. Watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das jetzt insgesamt, also als Gesamtkunstwerk gut finde oder ob ich es für ein Standard-Horrorspiel halte, das hier und da ganz nett, schon nette Ideen hat, auch nette Momente hat und auch an sich interessant geschrieben ist. Oh, jetzt geht es hier aber lautstärkentechnisch nochmal voll. Naja, also. Ich würde es, wenn ich wüsste, wie lange es geht und wie sehr es mich manchmal abfuckt, würde ich es nicht nochmal spielen. Aber ich bin natürlich, wie immer eigentlich, aber das trifft eigentlich auf das übelste Dreckspiel zu, dass ich am Ende dann zufrieden bin, wenn ich es durchgespielt habe und froh bin, dass ich es durchgespielt habe. Man hat dann ja irgendwie, hat man wieder mal was abgehakt. Ne? Es fühlt sich immer ganz gut an, Sachen zu erledigen. Und mittendrin in Spielen abbrechen, es gibt mir immer ein schlechtes Gefühl. Insofern ist das erstmal für mich toll. Es ist auch kein Scheißspiel, so wie ich es vielleicht da dann und wann mal genannt habe. Es fehlen mir aber viele Faktoren, die es zu einem guten Spiel machen. Mir fehlt Abwechslung, mir fehlt eine Übersicht im Spiel, mir fehlt auch totale logische Zusammenhänge. Es ergibt für mich immer noch total wenig Sinn. Jetzt kann man sich ja drüber streiten, ob ich alle Briefe gefunden habe, ob ich alle Zwischensequenzen gefunden habe, ob ich die Geschichte in ihrer epischen, und das war ja wirklich episch, in ihrer epischen Breite verstanden habe. Das kann ich nicht sagen. Aber das muss ich auch nicht sagen können. Ich kann ja trotzdem sagen, ob ich das Gefühl hatte, dass die Geschichte, so wie sie sich mir entblättert hat, Sinn ergeben hat. Und ich hatte das Gefühl, die ergibt von vorne bis hinten gar keinen Sinn.
Also es war wirklich aber nur, okay, wir brauchen irgendwie, wir wollen, das Thema ist Religion und wir wollen Flashbacks haben, damit wir nicht nur in dieser einen Kiste da irgendwie rumhängen. Also machen wir noch Flashback in die Schule und da machen wir, weil es geht ja um Religion, nehmen wir am besten natürlich irgendeinen Priester, der ist dann irgendwie pädophil und dann gibt es dann irgendeine schlimme Geschichte und am Ende natürlich auch einen Toten, okay. Und auf der anderen Seite haben wir also die krassen Megachristen und die Teufelsanbeter. Und die wollen beide aber die Frau und dann ist sie aber schwanger und warum eigentlich? Und das ergibt alles, naja, es ist nicht wirklich sinnig. Kann man jetzt drüber streiten natürlich, ob, wie gesagt, ob ich das richtig gerade zusammengefasst habe. Aber also mir fehlt, für ein gutes Spiel fehlen mir einfach echt viele grundlegende Elemente. Zum einen auch die Sachen, die ich schon erwähnt habe, zum anderen aber auch, dass, ja, meiner Ansicht nach gerade die Kämpfe, die ja keine sind, eine nette Idee sind, dass man eben mal ein Spiel hat, wo man nicht mit einer Waffe oder wo man nicht jedes Holzbrett nimmt oder wo man nicht von hinten die Gegner messern muss oder so. Aber dass wir da jemanden haben, der um sein Leben kämpft, seine Frau zurückholen will in dieser total surrealen Umgebung, dass er dann nicht einfach mal eine Machete von einem nimmt oder eine Schaufel oder einen fucking Stein und dass man noch nicht mal einen Stein zum Beispiel werfen kann, um Leute abzulenken. Und das hat bei mir alles einen faden Beigeschmack hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es einmal beschrieben als Rennspiel mit Try-and-Error-Gameplay und das ist es wirklich. Also man rennt viel rum, man muss eigentlich permanent flüchten, aber man hat oft nicht das Gefühl, dass man wirklich weiß, wo der Weg lang geht oder was man am besten macht, sondern man nimmt einfach in Kauf, dass man 100-mal stirbt im Laufe des Spiels. Tipps, die ich euch geben kann, achtet auf Lichter. Lichter zeigen euch immer an, wo es weitergeht. Achtet auf den Sound. Der Sound zeigt euch immer an, wo der Gegner ist, beziehungsweise ob ein Gegner euch gesehen hat. Und als drittes, bringt viel Nervenfleisch mit. Sitzfleisch und Nerven. Ihr braucht viel Nerven, weil es ist schon was anderes, wenn permanent einem so ein Geist, ich wollte sagen Geist, aber viel schlimmer, ein Monstrum im Nacken ist. Oder man von 10, 20, 30 Leuten verfolgt wird. Mich haben viele Elemente in diesem Spiel haben mich erinnert an Schatten über Innsmouth und generell Lovecraft. Hat auf jeden Fall auch hier in the Mountains of, weiß ich nicht, also unter den Bergen des Wahnsinns oder so heißt es, glaube ich. Ist auch eine Kurzgeschichte. Es erinnert mich schon alles sehr an die großen alten Künstler. Und insofern finde ich das auch okay, dass man sich dieses, sage ich mal, etwas ältere Thema Christen und Teufel sich dem Thema mal angenommen hat und was damit gemacht hat. Es hat nur für mich einfach nicht so hundertprozentig funktioniert. Also ich bin einfach nicht so hundertprozentig sold, aber und ich würde es auch keinem empfehlen, das jetzt zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür bietet es mir einfach zu wenig, aber es hat schon ein paar schöne Momente. Also mir fallen jetzt zum Beispiel die ein oder anderen Magic Moments ein, wie das Ende oder aber auch durchaus die ein oder anderen Magic Moments in der Schule. Aber alles eben unterbrochen immer wieder von diesen doch eher nervigeren Passagen, die mir nicht viel geben und dem Spiel, finde ich, eher was nehmen. Also die Atmosphäre war super und man hätte, glaube ich, mehr draus machen können, wenn man nicht ständig verstecken, rennen oder ja oder sich irgendeine Cutscene angucken müsste. Und, das habe ich aber schon erwähnt, was ich echt nicht mag, ist, dass die Gegner ohne Logik agieren. Mal greifen sie einen an, mal töten sie einen, mal lassen sie einen stehen, mal machen sie nichts, mal bringen sie einen zum Meister, mal machen sie, bringen sie einen nageln sie einen ans Kreuz, mal beerdigen sie einen, dann wiederum lassen sie einen irgendwie diese ganze, also zum Beispiel, was war denn mit diesem Zeitsprung, als wir in dieser Minenkapelle, nenne ich sie mal, waren und da alle rumstanden und da vorne unsere Frau und die schwebt da irgendwie in der Luft oder ist irgendwo festgebunden. Schnitt, Flashback, wir sind in der Schule. Schnitt, wir sind mit ihr irgendwo draußen. Nachdem wir 800 Meter, weißt du, also in die Mine rein sind, das da irgendwie, nee, hat für mich einfach nicht funktioniert. Ich weiß, wie es gedacht ist, ich kann es nachempfinden und fühlen, aber es hat mir einfach am Ende dann doch nicht so gefallen, dass ich das jetzt empfehlen würde. Aber es ist ja nicht schlimm. Also wir haben es gespielt, ich habe es durch, ihr habt es gesehen. Alle haben gewonnen. Selbst der Teufel hat gewonnen am Ende.
Und das ist auch ein Ende, was mir mal gefällt, weil es mal eben nicht ein Happy End ist, aber das war eben auch, hat sich schon wirklich mit, von weiter Entfernung, schon mit dem Megafon, hallo, hier kommt das schlechte Ende, mach dich schon mal bereit, ne? So ungefähr hat sich's angefühlt. Also es war ganz klar, dass es nicht positiv endet, was ja auch nicht schlimm ist, was ja nicht tragisch ist. Was aber schade ist, wenn einem das schon von Anfang an klar gemacht wird, weil besser wäre es, glaube ich, wenn es einen hier und da noch so die Hoffnung geben würde, dass man es vielleicht doch schafft. Ja, viel mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe, glaube ich, jetzt so ein nettes, kleines Ersteindrucksresümee nach 12 Stunden Spiel abgegeben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei den Entwicklern für das Spiel. Ich bedanke mich natürlich auch bei meinen Nerven, die am Ende dann doch durchgehalten haben. Ich bedanke mich bei der Regie, die es geschafft hat, mir hier und da auch mal einen Tipp zu geben, den ich benutzen konnte. Und vor allen Dingen sich wahrscheinlich auch facepalmierend durch diese Folgen gekämpft hat. Aber da kann man nichts machen. Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf. Und das war heute und die letzten Male öfters der Fall. Das war's. Ich sage jetzt Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit dem Rocket Beans Programm. Ihr könnt gerne mir jetzt unter dieses Video auf YouTube mal posten, was man eventuell noch spielen könnte, welche After Dark-Titel euch gefallen. Wir haben in letzter Zeit ein paar ausprobiert. Ein paar haben wir dann wieder sein lassen, weil sie einfach nicht so geil waren. Aber wenn ihr noch was wisst, was ein bisschen in diese Riege fällt, außer Outlast 1, weil das würde ich jetzt nicht nochmal anfangen, auch wenn es besser sein soll, habe ich gehört, dann nennt uns das und dann werden wir das uns mal angucken und vielleicht sogar wie dieses Spiel hier komplett durchzocken. Also, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Holla die Waldfee. Jetzt geht mal alle nach Hause, umarmt eure Mutter, nehmt eure Freundin in den Arm und wenn ihr ein Kind habt, aufpassen. Schaut's euch mal ganz genau an. Und passt auf, dass da kein Scheiß passiert, ne? Ganz wichtig. Wir sehen uns. Das war's. Tschüss.